Die verheerten Inseln. Oh Gott, oh Gott. Herrin, wir folgten Illidans Kurs nach Osten, wie ihr befahlt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das hatte ich vermutet. Die Inseln scheinen erst jüngst geformt worden zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Dies war einst die große Stadt Surama, die erbaut wurde, ehe unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr andeuten, diese Inseln wurden irgendwie vom Meeresgrund geborgen? Möglich. Doch gibt es wenig Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben könnten. Wie auch immer, dieses Rätsel müssen wir später lösen. Wir gehen besser ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Wenn das geschehen ist, nehmen wir Illidans Fährte auf. Ah ja, jetzt kann ich wieder einen Stützpunkt bauen. Gut. Errichten wir einen Stützpunkt in diesem Gebiet, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Ja. Sehe ich genauso. Wow, und hab ja schon fast alles. Sehr gut. Ja, Illidan suchen. Gibt es hier auch wieder Nebenaufgaben? Ja, eine gibt es. Gut. Oh, Goblinhafen. Cool, jetzt kann ich hier Schiffe bauen. Das sind jetzt Nachtelfentransporter. Gut, dann melde ich mich gleich wieder, ne? Gut, dann wollen wir mal loslegen. Also, erstmal in Ruhe nochmal alles angucken. Was habe ich jetzt alles? Okay, hier kann ich meine Einheiten schon mal ein bisschen verbessern. Forschung abgeschlossen. Oh, ah ja, Uhrturm der Wunder. Forschung abgeschlossen. Ja. Das ist zum Beispiel ein neues Forschung Gebäude. Abgeschlossen. Was ich euch jetzt auch gleich Forschung zeigen werde. Euer Gebäude ist fertig. Aber hier kann man auch nur so Items holen. Beziehungsweise kaufen. Naja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Achso, hier. Yeah. Oh, jetzt habe ich das nicht gesehen. Aber ist egal. Ist ja nicht so tragisch. So, Naturverbundenheit erforschen, jawohl. Und ein paar Irrwiche bauen. Forschung abgeschlossen. Das kennen wir ja schon alles. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. So, auch erstmal viele Uhrturmbeschützer bauen. Euer Gebäude ist fertig. Weil ich jetzt nicht weiß genau, von wo er es überall kommt. Der Gegner. So. Euer Gebäude ist fertig. Dich baue ich auch schon mal. Euer Gebäude ist fertig. Jawohl. Euer Gebäude ist fertig. Stufe 2 kann ich jetzt auch erforschen. Forschung abgeschlossen. Okay, plus 3 noch nicht. Oh, Kaltruinen kann ich jetzt auch schon bauen. Forschung abgeschlossen. Fantastisch. Forschung abgeschlossen. Okay, erstmal viele Brunnen bauen. Forschung abgeschlossen. Dann werde ich erstmal meine Insel hier gleich mal ein bisschen kundschaften. Euer Gebäude ist fertig. Nachdem ich jetzt hier die letzten Brunnen gebaut habe. Euer Gebäude ist fertig. Jawohl. Euer Gebäude ist fertig. Ja, baue ich mal da auch mal ein. Er kann ja von überall jetzt kommen, der Gegner. Sogar über Wasser. Euer Gebäude ist fertig. Ach, wie süß. Skink, Skink. Na gut. Wie viele Einheiten können... müsste ich mal kurz nachgucken. Auf euer Zeichen. Gleich. Schön und gut. Erstmal... Zeigt den Weg. Bisschen verteilen, wie immer. Ich warte auf euch. Fertig. Wie kann ich der Göttin dienen? Auf euer sein? Zeichen. So, euch kann ich mitnehmen. Naga! Vorsicht, Schwestern! Wir wissen nicht, was diese Kreaturen für uns in petto haben. Erleuchte meinen Weg. Ich habe keine Furcht. Okay. Das sind doch jetzt... Also das sind ja jetzt nicht mehr die Balliste, sondern Klefelwerferin. Okay. Vorpalkling. Ermöglicht der von der Klefelwerferin geworfenen Klefenmunition durch...
erste Botenziele durchzuschlagen und dahinter stehende Ziele zu verletzen. Ermöglicht der Käfewerferin auch Bäume anzugreifen. Cool. Ja, und die kennen wir ja schon. Die Triaden und die Kaldroiden. Der Schläfer ist erwacht. Gut. Ich baue jetzt mal nicht so viele, weil ich jetzt nicht weiß. Die weite, weite Welt. Wie viel jetzt mal ein Transportschiff reinpassen. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Zeit ist gekommen. Obwohl, Moment. Ich wollte ja erstmal hier ein bisschen meine Inseln erkundschaften. So gut wie es geht. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man hier auch die Spuren von meinen Einheiten. Hallo, Meeresriese. Für Gerechtigkeit. Ich werde die Jagd beenden. Ach, wie toll. Illidan ist irgendwo da draußen. Ich kann nicht mehr. Okay, jetzt kann ich euch einmal den Zauber zeigen. Beflügelt. Die Schuldigen. Und so sieht er aus. Ich kann nicht mehr warten. Energieanhänger. Ich werde die Jagd beenden. Mehr Mana. Sehr gut. Die Schuldigen werden leiden. Gut. Okay, das war jetzt die Ecke. Hier kann ich nicht weiter, weil hier die Mauer ist. Aber hier unten kann ich. Gut. Das Ende rückt näher. Dann werde ich da auch erstmal weiter erkundschaften. Und dann kommt gleich noch die linke Seite noch dran. Bevor ich dann mit den Schiffen weiter erkundschafte. Aber Fregatten brauche ich jetzt nochmal. Und das war ein Orca. Jawohl. Oh, geil. Und hier fliegen sogar Albatrosse. Wir vergeuden hier sehr unsere schön. Zeit. Oh. Was? Markorakrabben. Aschall Teradas. Ach, wie toll. Ich kann nicht mehr warten. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Für Gerechtigkeit. Jawohl. Rolle der Heilung. Die Zeit ist gekommen. Direkt benutzen. Für die Beobachterinnen. Alles zerstören. Ich kann nicht mehr warten. Okay, da gibt's nichts mehr. Die Zeit ist gekommen. Aber da gibt's auch noch was. Gut. Erstmal hier. Das Ende rückt näher. Nach oben, würde ich mal sagen, genau. Ach, wie toll. Hackt ein Irrweg hier Holz. Naja. Solange er nicht angegriffen wird, geht das in Ordnung. Für Gerechtigkeit. Die Schuldigen werden so, leiden. Jetzt erstmal hier nach oben. Ich kann nicht mehr warten. Draktul. Ein Ork. Ich rieche den Gestank von Dämonen an ihm. Seid unbesorgt, Fremdling. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Storm River Clans. Und jetzt der letzte meiner Art. Was macht ihr denn hier? Verzeiht, Lady. Doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch vielleicht meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Nicht nur darüber nachdenken, sondern auch machen. Alle drei Beschwörungsgruppen zerstören. Die hier oben sind. Draktul das Skelettartefakt überbringen. Oder zurückbringen. Gut, okay, ist auch die einzige Nebenaufgabe. Gerechtigkeit wird geschehen. Werde ich tun, werde ich tun. Das Ende rückt näher. Ich werde die Jagd beenden. Okay, den brauche ich jetzt nicht. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. So. Ach komm, ich bin gerade hier oben, dann mache ich jetzt auch mal ganz schnell die Nebenaufgabe. Die Schuldigen werden leiden. Ich baue mal lieber zwei Wir müssen Transportschiffe. Weil ich jetzt nicht weiß, ob alle in einem Schiff passen. Ja doch, sieht gut aus. Okay.
Dann nehme ich auch nur zwei Fregatten mit. Unsere Krieger greifen den Da kann ich landen. Gut. Mehr Naga! Tötet sie, Schwestern! Ja, sind doch schon tot. Elfen, tötet sie alle im Namen der Kaiserin. Illidan ist irgendwo da draußen. Da! Das müssen die Geister sein, die der alte Ork erwähnte. Sie scheinen ihre letzte Schlacht wieder zu durchleben. Brutal und blutrünstig, wie sie es im Leben auch stets gewesen sind. Das Ende rückt näher. So, ganz schnell die Beschwörungsgruppen zerstören. Für die Beobachterinnen. Die Zeit ist gekommen. Jawohl, und noch ein Level-Up bekommen. Sehr gut. Und da ist das Skelett-Artefakt. Ich werde die Jagd beenden. Dieses uralte Artefakt fängt die Seen gewaltsam Gestorbener ein und zwingt sie, die letzten Augenblicke ihres Lebens bis in aller Ewigkeit zu erleben. Die Schuldigen werden grausam. Leiden. Die Zeit ist gekommen. Gut, dann haben wir die Nebenaufgabe jetzt auch gleich geschafft. Dann werde ich erstmal alles im unteren Bereich dann erkunden. Gut. Gerechtigkeit wird geschehen. Erstmal ihm das Artefakt zurückbringen. Ich werde die Jagd beenden. Die Zeit ist gekommen. So, und wenn ich mich nicht täusche, kriege ich noch eine Belohnung. Die Toten plagen euch nicht mehr, alter Ork. Hab Dank, Fremdling. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Gul'dan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft bergen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Sargeras! Ihr sprecht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion! Eben den. Vor Äonen, nach Sargeras Niederlage, wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Gul'dan glaubte, die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über, wenn er die Gruft öffnete. Durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie abstoßend, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Ist die nett, die Maiv. Ich werde die Jagd beenden. So. Jetzt bekommen wir... haben wir ja schon. Robe der Weißen. Plus 6. Erhöht die Intelligenz eines Helden um 6. Ja. Nur kurze, knackige Beschreibung. Wir müssen uns sputen. Gut. Die Zeit ist gekommen. So, dann werde ich jetzt hier noch den Teil aufdecken. Ich kann und dann geht's mit den Schiffen weiter. Mit der Aufdeckerei. Ashal Teradas. Die Zeit ist gekommen. Passend, passend. Ich werde die Jagd beenden. Okay. Da ist überall Wasser. Das Ende rückt näher. Aber das Wasser sieht auch toll aus. Für Gerechtigkeit. Keule der Kraft. Ich werde die Jagd beenden. Erhöht die Kraft eines Helden um 1. Naja. Das Ende rückt näher. Da wäre ein Goblin-Land. Den brauche ich jetzt allerdings nicht. Für die Beobachterinnen. Die Zeit ist gekommen. Ah, hier noch die Hütten zerstören, bitte. Die Schuldigen werden leiden. Für Gerechtigkeit. Jawohl. Ashal Teradas. Dann wird die Insel an sich jetzt schon mal aufgedeckt. Das ist gut. Ich kann nicht mehr warten. Also reicht das, wenn ich ein Transportschiff Wir hier vergeuden nehme. Hier unsere Zeit. Gut. Ja, okay. Dann wollen wir hier noch ein bisschen aufdecken. Was hier für tolle Pflanzen im Wasser leben, ey. Einfach nur geil. Und die Korallen sehen auch toll aus. Ja, doch. Hat was. Wow, eine Hydra. Die muss ich töten. Komm her.
Allerdings nicht mit allen. Nur mit Maiv. Gerechtigkeit wird geschehen. Und das passiert, wenn man eine Hydra tötet. Dann teilt sie sich in kleineren. Talisman der Vitalität. Das Ende rückt näher. Erhöht die Trefferpunkte eines Helden um 150, wenn getragen. Also 150 Punkte mehr Leben. Ich werde die Jagd Geil. Beenden. Hat sich schon gelohnt, die Hydra zu töten. So. Meeresschildkröten. Ach, wie geil. Ah, da gibt's Eier. Dann wollen wir die auch mal kurz platt machen. Die Jagd wartet. Oder Eierbeutel halt. Für die Beobachterinnen. Für Gerechtigkeit. Für Aber, die Beobachterinnen. Na doch, ein paar Goldmünze. Aber die brauche ich jetzt die nicht Zeit zwingend. Ist gekommen. Aber ist Gerechtigkeit egal. Wird geschehen. So, dann geht's erstmal hier weiter. Und da ist schon der Stützpunkt. Kann aber auch sein, dass das nur ein kleiner ist. Illidan ist irgendwo da draußen. Sieht zumindest danach aus. Aschall Teradas. Landgänger, vernichtet sie rasch. Ich werde die Jagd beenden. Die Schuldigen werden leiden. Wow. Blutwächter. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich werde die Jagd beenden. Ja, das war wirklich nur ein kleiner Stützpunkt von denen. So, ihr geht schon mal hier nach oben hin. Illidan ist irgendwo da draußen. Einst standen große Bäume hier. Zwillingsespen, die Geäst von Azara genannt wurden. Sah man sie, erfuhr man wahren Frieden, wahre Erfüllung. Nun sind sie mit den Hoffnungen und Träumen einer Generation verschwunden. Ja. Die Schuldigen werden leiden. Leider. Okay, da wäre noch mein Haar. Wütender Dschungelpirscher. Für die Beobachterinnen. Das Ende rückt näher. Okay, da geht's auch gleich weiter. Die Zeit ist gekommen. Ja, da haben wir ja die Karte eigentlich auch relativ gut aufgedeckt jetzt. Ja, doch. So, dann erstmal hier oben. Oh, nee. Ich glaube, hier kann ich nicht landen. Was hat ihr denn? Achso, immer noch diese Makruura-Viecher. Flutlord. Geil. Okay. Bin mal gespannt, wie ich da jetzt hinkomme. Ah ja, so dann. Vermutlich. Gut. Wir müssen uns sputen. Erstmal hier die Hütten zerstören. Aschall Teradas. Ich kann nicht mehr warten. Für Gerechtigkeit. Dann die Hummerviecher zerstören. Die Beobachterinnen. Ich erinnere mich an diese Stätte. Oder töten. Das war einst die große Bibliothek von Izal Jura. Hier gibt es kein Wissen mehr. Nur Albträume und die Schatten des Bedauerns. Was habe ich da gerade bekommen? Geringe Rolle der Auffüllung. Naja. Die Schuldigen werden leiden. Die Zeit ist gekommen. Jawohl. Meiner Stein. Ich werde die Jagd beenden. Den ich nicht unbedingt zwingend brauche, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ich kann nicht mehr warten. Dann auch ganz schnell die Hütte zerstören. Teradas. Für Gerechtigkeit. Und das war, glaube ich, ein Geist. Ich werde die Jagd beenden. Das Ende rückt näher. Ah, hier sind ja noch welche. Für die Beobachterinnen. Die Zeit ist gekommen. So. Für Gerechtigkeit. Ich werde die Jagd beenden. Die Seite wäre schon mal aufgedeckt. Und hier geht's dann weiter. Gut.
Ah ja, da wird wohl der nächste Stützpunkt sein von ihm. Und wie es aussieht, ist das der Hauptstützpunkt. Deswegen kläre ich erstmal hier noch ein bisschen auf. Hallo! Stufe 8. Die Jagd wartet. Illidan ist irgendwo da draußen. Ja. Unsere Krieger greifen die Zeit den Feind ist an. Gekommen. Okay. Dann decke ich hier noch ganz schnell auf. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Wir müssen uns sputen. Ja, eine die Goldmine. Schuldigen werden leiden. Ja. Die Zeit ist gekommen. Also nur eine Goldmine gibt's da. Na, kommt ihr noch rein? Ja, gut. So. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie groß der Stützpunkt ist. Kann auch schon sein, dass hier auch schon der Stützpunkt von ihm ist. Schauen wir mal. Nee, sieht nicht danach aus. Ab hier beginnt der. Gut. Aber ich komme von der linken Seite. Ja. Naga, Ihre Anwesenheit hier ist eine Sünde an der Natur. Okay, halte ich euch doch jetzt mal raus. Wird geschehen. Jawohl. Für die Beobachterinnen. Sieht gut aus. Aschall Teradas. Ah, hier gibt's auch noch was. Ich kann nicht mehr warten. Auch wenn sich das gar nicht lohnt, ist egal. Die Schuldigen werden leiden. Ich kann nicht mehr warten. Für die Beobachterinnen. Die Zeit ist gekommen. Für Gerechtigkeit. Jawohl. Für die Beobachterinnen. Für Gerechtigkeit. Ja, geschafft. Und da ist auch Illidan. Und eine verdammt große Ruine. Endlich. Das Grabmal von Sargeras ist gefunden. Ihr, meine getreuen Diener, müsst hierbleiben und den Eingang bewachen. Wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat, versucht sie gewiss, uns zu folgen. Illidan, ich wusste, wir würden ihn finden. Wir müssen die Verteidigung der Naga überwinden, um ihm zu folgen. Vor langer Zeit sperrten wir Illidan unter der Erde ein. Und so soll es wiederum geschehen. Die Naga töten, die das Grabmal von Sargeras bewachen. Gut. Aschall Teradas. Ah ja, das geht ja noch. Ich werde die Jagd beenden. Und die Naga töten. Für Gerechtigkeit. Aschall Teradas. Ich kann nicht mehr warten. Jawohl. Das Ende rückt näher. Jetzt haben wir es geschafft. Nun aber rasch, meine Schwestern. Illidan muss um jeden Preis aufgehalten werden.